Hallo, in diesem Video geht es um funktionale Abhängigkeit mit Sinus, Cosinus und Tangens. Und ganz wichtig vorneweg, sollte euer Taschenrechner einen Solver, also einen Gleichungslöser benutzen, hier gleich die Regel, der funktioniert bei funktionaler Abhängigkeit nicht. Man darf normale Taschenrechnerfunktionen natürlich gerne benutzen, aber wie gesagt, keine Gleichung mit dem lösen, wenn man in der funktionalen Abhängigkeit arbeitet. So, ich habe jetzt hier mein Beispiel. Für rechtwinklige Dreiecke 1 mc gilt, cm sind 5 cm, cma ist 90 Grad, Winkel 1 cm ist phi und phi darf von 0 bis 90 Grad liegen. Das sind einfach nur Angaben, damit man im Dreieck weiß, wo was zu liegen hat. Jetzt die eigentliche Aufgabe, geben Sie Länge der Strecke an m in Abhängigkeit von phi an. Rechts daneben habe ich meine Skizze, cm mit 5 cm, der Winkel phi oben bei c und jetzt hier unten die Seite A in M ist gesucht. Oftmals taucht jetzt das Problem auf, dass man sagt, hätte ich jetzt einen speziellen Winkel zur Verfügung, wüsste ich sofort, wie man es rechnet. Aber wenn ein Winkel phi drin ist, tue ich mir schwer. Deswegen will ich jetzt mal zeigen, wie das im Prinzip recht einfach funktioniert, ohne jetzt irgendwelche anderen großen Rechnungen absolvieren zu müssen. Als erstes gehe ich her und sage mir, der Winkel phi gefällt mir jetzt nicht. Ich gebe ihm jetzt mal eine ganz spezielle Größe, nehme ich irgendeine Farbe und sage, so, der ist jetzt mal 40 Grad groß. Und jetzt überlege ich mir, wie funktioniert es, wenn dieser Winkel 40 Grad groß wäre. Ich schaue mir das Dreieck an, ich habe hier oben einen Winkel, A1c ist die Hypotenuse in diesem Dreieck, liegt dem rechten Winkel gegenüber, also habe ich die Ankathete vom Winkel gegeben, der liegt am Winkel an, und ANM ist die Gegenkathete, weil die liegt dem Winkel gegenüber. Das Dreieck ist rechtwinklig, damit funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Und jetzt muss ich nur in der Formelsammlung nachschauen, welche dieser drei Sätze funktioniert denn mit Ankathete und Gegenkathete. Und dann merke ich recht schnell, das ist der Tangens. Dann setze ich gleich den Tangens an. So, und wichtig ist, wenn man sich das jetzt mit den 40 Grad, die ich mir einfach ausgesucht habe, auch aufstellen möchte, dass ich hier auch diese 40 Grad mit irgendeiner Farbe oder vielleicht auch mit Bleistift mache. 40 Grad ist gleich, Tangens 40 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist ANM und die Ankathete ist CM mit 5. Ganz wichtig ist, überall da, wo ich jetzt diese grüne Gradzahl, also die von mir ausgedachte Gradzahl, eintrage, darf ich nichts zusammenrechnen. Ich darf jetzt nicht im Taschenrechner Tangens 40 eingeben, auf Enter drücken und dann eine Zahl eingeben. Nö, diese grüne Zahl, die bleibt immer da. Man darf sie höchstens noch vereinfachen. Also x plus x sind 2x beispielsweise, sowas geht, aber nicht ausrechnen. So, wie komme ich jetzt auf das A in M? Ich kriege den Nenner hier unten drin weg, indem ich einfach die Gleichung mit dieser Zahl multipliziere. Heißt im Prinzip, diese Zahl wandert als Multiplikation auf die linke Seite rüber. Oder wenn ich mit ANM anfange, heißt es 5 mal Tangens von, und jetzt wieder farbig machen, 40 Grad. Ja, also diese Zahl einfach per Multiplikation hier oben einfügen, dass sie weg ist. So, und vielleicht sieht man jetzt auch schon das Ergebnis. Ja, hier kann ich nichts mehr weiter vereinfachen. Wie gesagt, diese grüne Zahl darf ich nicht in den Taschenrechner eingeben. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich gehe her, nehme diese grüne Zahl weg und schreibe da wieder mein Winkel phi rein. Und das war auch schon alles. Ja, also das ist jetzt meine Strecke A in M in Abhängigkeit von phi. Das funktioniert für die anderen Sätze genauso. Ja, neues Dreieck. Einziger Unterschied ist, dass jetzt die Strecke ANC gesucht ist, also hier diese da. Okay, wie gehen wir wieder vor? Ich sage, oh, viel alleine mag ich nicht. Ich sag mal wieder, der ist wieder 40 Grad groß. Die gelbe Strecke ist gesucht, die da hinten kenne ich, also was ist alles bekannt? Rechtwinkliges Dreieck, damit kenne ich Sinus, Cosinus und Tangens. Winkel ist bekannt. Das ist die CM ist die Ankathete zum Winkel, die AC ist die Hypotenuse, weil es gegenüber vom rechten Winkel liegt. Formelsammlung nachschauen, welcher Satz funktioniert mit Ankathete und Hypotenuse. Und dann sehen wir, das ist der Cosinus. Also stelle ich wieder auf, Cosinus von meinem grünen Winkel, also 40 Grad,
ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete war die Strecke CM, also 5 geteilt durch ANC. So, jetzt muss ich das wieder auflösen. Achtung, wieder den grünen Winkel. Nicht in den Taschenrechner eingeben, einfach stehen lassen. Gleiches Spiel wie gerade eben. ANC steht im Nenner drin. Muss ich wieder irgendwie auf die nach oben bringen, am Zähler bringen. Also man multipliziert die Gleichung mit ANC. Dann wandert es auf die linke Seite rüber. ANC mal Cosinus von 40. Achtung, wieder grün. Ist gleich 5, bleibt hier noch übrig. So, ANC soll hier alleine stehen, also teile ich jetzt durch Cosinus 40. Und dann kommt raus, ANC ist gleich 5 durch Cosinus 40 Grad. Okay, fast am Ende. Ja, ich kann nichts mehr weiter vereinfachen. ANC steht auf der linken Seite ganz alleine. Ich bin also an dieser Stelle fertig. Und jetzt gehe ich wieder her und tausche alle grünen Gradzahlen durch mein Phi aus. Ja, wenn man mit Bleistift schreibt, könnte man zum Beispiel den Bleistift einfach weggradieren und jetzt das Phi wieder reinschreiben. Und damit habe ich meine Länge ANC in Abhängigkeit von Phi angegeben. So, letzte Aufgabe noch. Hier hat sich jetzt der Winkel Phi verändert. Der liegt nicht nur bei C unten oben drin, sondern jetzt unten bei A. Aber ich sage wieder, wie würde es funktionieren, wenn der 40 Grad groß wäre? Gesucht ist die Strecke ANC. Ja, also ist wieder die da. Mein Winkel ist gegeben. Ich habe hier die Gegenkathete gegeben, gegenüber vom Winkel, und die gelbe ist die Hypotenuse. Also in der Formelsammlung nachschauen, das Dreieck ist rechtwinklig, das fehlt hier noch, steht hier oben drin. Also Gegenkathete, Hypotenuse, Formelsammlung, welcher Satz arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse? Das ist der Sinus, also setze ich an, Sinus von, und jetzt meinem grünen Winkel, 40 Grad, ist gleich Gegenkathete, also CM. Ja, setze ich gleich die Zahl ein. 5 durch ANC. Jetzt gerade eben funktioniert es wie beim Cosinus. Ich multipliziere mit der Länge der Strecke ANC. Dann folgt daraus ANC mal Sinus von 40 Grad. Grün wieder stehen lassen. Ist gleich 5. Und dann teile ich durch den Sinus 40. Und dann folgt daraus, ANC ist gleich 5 durch Sinus von 40. So, und letzter Schritt ist wieder, alle grünen Gradzahlen durch Phi austauschen. So, und auf diese Art und Weise kriege ich immer eine Streckenlänge in Abhängigkeit von Phi, indem ich es mir einfach über eine ganz spezielle Gradzahl herleite.